Ja, eine einzige Reform würde das Problem von Suchar Bhakti, Gerd Reuter, Rainer Füllmich, Bodo Schiffmann, von der Partei Die Basis und so weiter lösen, nämlich die Entscheidung, die für die Reform hin Deutschlands, die für die Reform Deutschlands hin zur Gemeinwohlwirtschaft, zur Gemeinwohlgesellschaft, zur Gemeinwohlökonomie statt der bisherigen Systeme. Eigentlich kann man es auf diesen einen einzigen Punkt bringen, ja, dass also hier im Moment dümpelt die Basis hier rum und die Lösung liegt aber hier. Hier liegt der Lösungsbereich, also wenn da insgesamt hier. Und manche bei der Basis wollen das hier bestehen lassen, die neoliberale, marktradikale, bösartige, patriarchale, kapitalistische, soziale Marktwirtschaft bestehen, weil sie denken, quasi der Denkfehler bis jetzt in der Basis ist, wir haben zwar riesige Skandale, Schweinegrippe, Vogelgrippe, Corona, aber diese haben nichts mit dem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem an sich zu tun. Das Gesellschaftssystem an sich ist gut, nur sind da so Verbrecher, die irgendwas falsch gemacht haben. Eigentlich ist also der Grundfehler das Verschwörungstheoretische. Ja? Das Verschwörungstheoretische ist der Grundfehler, dass man nicht erkennt, wie wir das als Naturwissenschaftler natürlich richtig erkennen, dass diese Skandale nichts mit der Bösartigkeit einzelner Menschen zu tun haben, sondern dass diese Skandale ganz einzig und allein die Auswirkung von Systemfehlern sind. Ja, das System, dieses System hier produziert diese Dinge. Denn es ist nichts anderes als ein Geschäftsmodell, dass man einfach in diesem System unabhängig von dem Wohlbefinden der Menschen, dass man also in diesem System und in diesem Grundgesetz darf man Profite auf Kosten der Menschheit machen. Das ist einfach erlaubt. Profite auf Kosten der Menschheit dürfen gemacht werden, ist die Hauptüberschrift der sozialen Marktwirtschaft und unseres Grundgesetzes. Eigentlich bist du oben drüber über unserem Grundgesetz und über unserer Marktwirtschaft stehen. Wir erlauben Profite auf Kosten der Menschheit. Und genau weil das erlaubt ist, geschieht es auch. Mehr ist das nicht. Es ist einfach erlaubt, egal ob dabei die ganze Menschheit stirbt, 8 Milliarden Menschen so viel Impfungen wie möglich anzudrehen und zu verkaufen und aufzudrücken. Es ist ja auch erlaubt. Es ist ja auch erlaubt, wenn ein Handwerker, aber erst einmal hier unten an dem rundlichen Ding, schneller höher, dranklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen. Mit schnellerer Wiedergabegeschwindigkeit hören macht Spaß. Ich werde nämlich jetzt noch viel langsamer reden. Also, letztendlich, es ist erlaubt, wenn ein Handwerker, wenn sie die Waschmaschine läuft nicht, sie rufen einen Handwerker. In Wirklichkeit muss nur eine Sicherung für 50 Cent ausgetauscht werden. Das merkt der Handwerker, aber da kann er nicht viel verdienen. Also sagt er, die Maschine ist kaputt, da ist viel mehr kaputt. Dann nimmt er die vielleicht mit in sein Geschäft, transportiert sie ab und tauscht vielleicht einige der funktionierenden Teile gegen andere funktionierende Anteile aus ähnlichen anderen Waschmaschinen aus. Und sagt dann, ja, Ersatzteile eingebaut, was ja die Wahrheit ist. Er hat ja andere Teile eingebaut oder er schreibt einfach in der Rechnung nur die und die Teile eingebaut.
und am Ende ist der Kunde um 300, 400 Euro betrogen und das ist erlaubt. Niemand kann das aufdecken, niemand, er kann immer sagen, ich habe mich geirrt, ich habe die Sicherung nicht gesehen. Also dieses Wirtschaftssystem erlaubt das, ja? Und diese Überschrift über dieses Wirtschaftssystem, Profite auf Kosten der Menschheit sind erlaubt, ist die zentrale Ursache und diese Überschrift über unserem Grundgesetz. Wir erlauben Profite auf Kosten der Menschheit. Wenn du dich selber irrst und zum Beispiel glaubst, dass Zucker ein kerngesundes Lebensmittel sei und Alkohol ein harmloses Genussgift, das die Lebensqualität erhöhe, wenn du solche Irrtümer glaubst, dann darfst du die ganze Welt zuckersüchtig und alkoholsüchtig machen. Das erlaubt dieses Wirtschaftssystem. Und das ist der einzige Fehler. Das heißt, die Basis, 56% haben unsere Professoren in einer simulierten Bundestagswahl ja nur bekommen, als sie letztendlich, ohne dass damals diese Überschrift so klar war, ihr Bild einer gemeinwohlorientierten Gesellschaft, einer gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung GWO, einer Gemeinwohlwirtschaft GWW, einer Gemeinwohlgesellschaft und einer Gemeinwohlökonomie letztendlich geschildert haben. Also als sie aus diesem Bereich erzählt haben, waren die Wähler begeistert. Und damit kann man 56% kriegen. Denn darauf warten die Wählerinnen, ja? Die Wähler warten darauf, dass endlich was Neues kommt, aber bitteschön nicht das hier. Denn dieses Pseudokommunismus nahe, wo die soziale Dreigliederung, auf die die Basis, der Basisvorstand irgendwie setzt, das ist ein einziges Irrtumsgebäude. Das ist der große Menschheitsirrtum, der vorteilbringende Irrtum für die Sozialspartler, deren Irrtümer so schön sozial klingen, aber letztendlich Sozialfälle erzeugen. Ja? Also letztendlich ist es die Waffenindustrie, die Sozialsparten, vielleicht auch noch die Gesundheitsindustrie, die profitieren von pseudokommunistischen Irrwegen sozusagen. Und ja, und diese Irrwege führen dazu, dass es einfach mehr Kundschaft für Waffenhändler gibt, weil es dann tendenziell Revolutionen gibt, denn diese Ideen hetzen auf zu Gewalt und zu Revolution, zur Gewalt gegen die bösen, bösen, reichen, vermeintlichen Mehrwertabschöpfer und Ausbeuter. Da werden also Menschen zu Untermenschen erklärt und dann auch zum Krieg, zur Revolution gegen diese aufgerufen, letztendlich. Und das ist einfach nur ein Geschäftsmodell der Waffenhändler. Ja, und man merkt daran auch, dass diese Modelle ja auch wieder dieses Problem nicht lösen, nämlich diese Überschrift über unserem Grundgesetz und die Überschrift über dem Wirtschaftsprinzip, dass das auch nichts daran löst, nämlich die Überschrift lautet nach wie vor: Profite auf Kosten der Menschheit sind erlaubt und gestattet. Und nur hier sind die Profite auf Kosten der Menschheit grundsätzlich nicht mehr geduldet. Wobei das hier nicht wasserdicht ist, weil ich habe ja das Beispiel des Biobrotes geschildert, wo dieses System hier, das System der Wirtschaftsprüfer für Gemeinwohlbilanzen, wovon die Steuervorteile und Nachteile abhängig gemacht werden, das erfasst leider nicht, wenn ein Biobrot zufällig mal durch Getreidegifte giftig geworden ist. Das kann das System nicht erfassen. Genauso kann es die Suchterzeugung durch Glückszerstörung, die diesem System ja immanent ist, nicht erfassen. Und ja, von daher ist also alles
Also das heißt, diese eine Reform, die gesamte Gesellschaft umzustellen auf Gemeinwohlgesellschaft, Gemeinwohlwirtschaft, Gemeinwohlökonomie, da die Diskussion zu führen, würde das Problem lösen sofort von Sucharit Bhakti, Gerd Reuter, Rainer Füllmich, Bodo Schiffmann und die Basis. Bodo Schiffmann deswegen, weil wir laden ihn hiermit nochmal herzlich ein. Das Problem, was ist eigentlich das Problem von denen? Das Problem ist, dass jetzt bei der Bundestagswahl eine vernichtende und alle total frustrierende Niederlage kommen wird, so sicher wie das Amen in der Kirche. Also da müssten wir uns schon all unsere Erfahrungen der Einschätzung von Ausgang von Wahlen müssten wir uns sehr irren, wenn da irgendwas kommen würde, ein Erfolg kommen würde. Also zwischen 0,3 und 3% halte ich alles für möglich für die Basis, aber nicht mehr. Weil wenn man alles verkehrt macht, wenn man quasi nicht erkennt, ja, die ganze Basisbewegung, die Basis hat eins richtig erkannt, dass das alles ein Riesenirrtum ist. Es ist nämlich ein vorteilbringender Irrtum der gesamten Medizin- und Pharmaindustrie und Impfindustrie und Maskenindustrie und Testindustrie und so weiter. Es ist ein vorteilbringender Irrtum, der einfach Milliarden bringt. Ja, das ist ja erlaubt in unserem Wirtschaftssystem. Ja? Und jetzt fehlt der einzige Schluss. Wir müssen von dem System zu dem wechseln und nicht zu dem. Denn das ist die Katastrophe. Das ist eine Untergangsform und das ist eine Untergangsform. Wir wechseln damit eigentlich nur von einer Untergangsform zur nächsten Untergangsform. Aber das Aufblühen und 56% der Wählerstimmen gibt es nur in dieser Diskussion. Ja? Und dazu laden wir natürlich alle herzlich ein. Ja? Und jetzt schauen wir uns mal weiter an, was es hier noch so gibt. Ja. Also, Schluck Wasser. Heute ist das Wort zum Sonntag dran. Ich gehe alles durch. Also, unsere Befürchtung ist, die Basis wird jetzt kaputt gehen nach und nach, so wie wir 2020 jetzt schon kaputt ist. Was wir ja auch vorhergesagt haben. Einfach, letztendlich ist der Grundfehler auch, sich gegen Kompetenz entschieden zu haben. Die Basis hat sich gegen die Kompetenz entschieden, hat nicht erkannt, dass Schwarmintelligenz allerhöchstens dann vielleicht stattfinden kann, wenn die Gespräche ständig stattfinden mit den Kompetentesten der Welt. Und solange das nicht stattfindet, und ich habe hier nur ganz konkret nochmal zur Erinnerung einige der kompetentesten der Welt hier genannt. Ja, hier sehen Sie es auch nochmal: Profite auf Kosten der Menschheit werden nicht mehr geduldet. Das ist also so, das ist ein Muster der Partei, wie die Basis sein sollte. Und ja, und davon kann sie sich alles abschreiben und das kann sie alles kopieren. Das ist die richtige Partei des Gemeinwohls. Und wie gesagt, ich empfehle allen, da alle Parteien ja die Mehrfachmitgliedschaften in Parteien erlauben und die Kompetente ist völlig beitragsfrei und kostenlos, bitte. Alle Basismitglieder, die noch klar denken können, bitte auch gleichzeitig schon in der Partei der Zukunft, der Partei des Gemeinwohls Mitglied werden, denn das mit der Basis wird leider nichts werden, weil sie sich bis jetzt nicht für die richtige Sache entschieden hat. Ja, und hier sieht man es eben hier zum Beispiel, hier eingeladen werden muss die Gemeinwohlökonomie, unsere gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, die Gemeinwohllobby, die Gemeinwohllobby Österreich, die Postwachstumsökonomie, Professor Richard Dawkins oder ähnliche Denker,
Professor Hans-Werner Sinn, die Wirtschaftsweisen und, Professor Franz de Waal, ja, Institut für soziale Dreigliederung, kann man auch diskutieren, haben wir ja auch als Gast gehabt in der Talkshow, kann man alles machen, Matriarchatsforscher, Gesundheitssystemkritiker und so weiter, ja, und das ist das Minimum, wo man mal beginnen muss, um eben wegzukommen von der Schwarmdummheit in Richtung Schwarmintelligenz, ja. So, und dann, ja, nur zur Vollständigkeit halber, also unsere Homepage, da geht's ja auch hier Gemeinwohlökonomie oder gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung oder Gemeinwohllobby oder X. Und ja, das sind die Fragen der Menschheit. Das ist das, worum es geht. Und wenn man das nicht gemacht hat, hat man ja letztendlich, ja, ich habe dazu alles gesagt und jetzt geht es hier weiter. Heute ist wieder die gesamte Bildershow dran. Also, womit muss sich die Basis beschäftigen? Schnelldurchgang. Urknall, was ist das Grundwissen? Was ist der Bildungsmangel, der behoben werden muss in der Basis? Vor 13,8 Milliarden Jahren Urknall, 10 Milliarden Jahren Entstehung der Galaxien, 5 Milliarden Jahren Beginn der Evolution unseres Sonnensystems, 3,5 Milliarden Jahren Entstehung des Spieles des Lebens, des DNS, also einer sich bewegen könnenden Materie sozusagen. Und vor 0,65 Millionen Jahren das Aussterben der Dinosaurier, der großen Dinosaurier, vor der Aufstieg von der großen Säugetiere auf die Bäume, vor 13,8 Millionen Jahren die ja, gorilla-ähnlichen Lebensformen mit gorilla-ähnlichen Eckzähnen entwickeln, gehen langsam vom Baum auf den Boden der Savanne. Vor 5 Millionen Jahren dürfte der aufrechte Gang dann erfolgreich abgeschlossen gewesen sein und vor 4 Millionen Jahren der Verlust der gorillaartigen Eckzähne, damit der Wechsel der Sozialform hin bereitet sich vor, der Wechsel zur Lebensform hin zum urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus als menschlicher, natürlicher Lebensform, ja. Dann vor 2,5 Millionen Jahren die Erfindung der Technik, mit den ersten Steinmessern, Steinhämmern und so weiter. Und dann vor 2 Millionen Jahren ungefähr die Angleichung der Körpergröße, der Körpergrößenunterschied beim Gorilla ist, war ja noch gewesen, zweimal so schwer und groß wie die Frauen, die Männer, ja, und bei uns geht's dann fast Richtung 1:1, fast Richtung 1:1. Das spricht eben für die Weiterentwicklung des urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus als Lebensform. Parallel zu den Bonobos und dann hier vor 1,7 Millionen Jahren wohl ungefähr der Fellverlust, weil in der Savanne das Schwitzen wichtiger ist sozusagen und weil es ja sowieso warm genug ist und ja, dann vor 400.000 Jahren die Erfindung genau dieses Dings hier, also die Erfindung von Tauschhandel, Markt, Arbeitsteilung und Ferntauschhandel, also der Vorläufer dieser bösartigen sozialen Marktwirtschaft, dieses bösartigen kapitalistischen sozialmarktwirtschaftlichen Horrorsystems in den Vorläufern. Seitdem hat sich nichts Grundlegendes mehr geändert, weil viele Leute denken, dass die Erfindung des Geldes vor 40.000 Jahren da noch wichtig gewesen sei. Da ist eigentlich alles Irrelevante schon gelaufen. Das Geld ändert eigentlich nichts daran, dass das Ganze ein Missstand seit 400.000 Jahren ist und der Ferntauschhandel wurde ja allerspätestens vor 140.000 Jahren erfunden. So, dann gehen wir mal weiter.
100.000 Jahre, ja, wo ist das? Hier vor 400.000 Jahren, wie gesagt, da haben wir schon dieses Teufelssystem erfunden und es wird Zeit, nach 400.000 Jahren endlich zur Gemeinwohlgesellschaft zu wechseln und entsprechend auch das Grundgesetz zu verbessern. So nach dem Motto, wir gestatten keine Profite auf Kosten der Menschheit mehr. Ja? Das ist der einzige Unterschied, der nötig ist. Und natürlich eine, die Grundgesetzänderungen stehen ja auf der Homepage der Partei des Gemeinwohls. Ne? Und dann vor 200, was steht denn hier? Vor 300.000 Jahren, ja, da gibt jemand die Erfindung des Ferntauschhandels an. Warum steht das aber hier so bei? Die Zahl, das optisch ist da irgendwas nicht in Ordnung, aber ist egal. Und dann vor 170.000 Jahren, ja, da dürfte die Evolution des Schamanismus, des Priester- und Frühärztetums so allmählich begonnen haben. Das heißt, 170.000 Jahre hatte die Medizinindustrie Zeit, lauter vorteilbringende Irrtümer zu entwickeln, die diese Geschäftsmodelle, Geschäfte auf Kosten der Menschheit, wie den Schweinegrippe, Vogelgrippe, das Corona-Skandal möglich gemacht haben. Aber das ist ganz normal, wenn man das falsche Wirtschaftssystem laufen hat, dann kommt das, dann das Problem ist nicht der Irrtum jetzt zu denken, das wäre alles nur die Schuld einzelner Verbrecher, sondern das System produziert solche Sachen regelmäßig. Die letzten 400.000 Jahre sind eine Geschichte der Profite auf Kosten der Menschheit. Punkt. Gemeinwohlgesellschaft ist angesagt, ne? So, und dann, ja, vor 140.000 Jahren ist der späteste Zeitpunkt, wo der bis jetzt angegeben wurde von Professor Friedemann Schrenk, dem berühmtesten Paläoanthropologen Deutschlands, dass dort der Ferntauschhandel allerspätestens aufgekommen ist. Und da werden wir Menschen völlig gleichgültig. Es zählt nur noch, was wir kaufen. Und ob wir danach todkrank werden, ist egal, ne? Weil Ferntauschhandel bedeutet die maximale Anonymität. Und ja, vor 100.000 Jahren das Auswandern aus sozusagen das Auswandern aus Afrika, das heißt, das ist die Absage an den Rassismus jeder Art. Wir alle sind Schwarzafrikaner, die nur eine kleine Aufhellung der Haut hinter uns haben. Und wir alle sind Schwarzafrikaner und außerdem braucht jede biologische Gruppierung ständig auch gute Gene, nicht schlechte Gene, sondern gute Gene aus aller Welt zur Auffrischung. Sonst verarmt, also die Idee einer Rasse, einer Reinrassigkeit bedeutet nichts anderes als Degeneration und Verarmung. Man kann das ja bei manchen Hunderassen sehen, wie schnell innerhalb kürzester Zeit eine Reinrassigkeitszüchtung zur Degeneration und zur Degeneration der Tiere führt. Und genauso ist das bei uns Menschen auch. Deswegen, wir brauchen aus aller Welt frische Gene, aber gute Gene von Menschen, die sich anständig integrieren und anständig verhalten. Und das ist eine Bereicherung. Alles andere ist keine Bereicherung für uns. Ja? Und deswegen haben wir ja die entsprechenden Reformen. Ja, ja und so. Dann geht es hier weiter mit den 10.000 Jahren, vor 40.000 Jahren allmählicher Anfang der Erfindung von Geld und Ackerbau und Viehzucht, kommt so ganz allmählich die ersten Vorläufer. Und dann vor 10.000 Jahren der große Boom, der große Durchbruch für Ackerbau und Viehzucht und damit das Aufkommen der Seuchen, weil Ackerbau und Viehzucht bedeutet einfach mehr Profit auf Kosten der Menschen.
Und die Ernährung wird dadurch immer krankheitsförderlicher, die Menschen werden schlagartig mickriger, die großen Seuchen kommen auf. Also Ackerbau und Viehzucht ist eine der größten Erfindungen, uns alle kränklich zu machen, unser Leben zu zerstören, ja, weil das nichts anderes bedeutet als unnatürliche Ernährung erstmals im ganz großen Stile uns anzudrehen und dadurch unsere Gesundheit und Vitalität drastisch zu schädigen. Ja, das war das Thema sozusagen, ja, uns letztendlich unser Leben zu zerstören. Das ist die Evolution, wie sie verlaufen ist. Und das, was uns zerstört hat, war die Erfindung von diesem Ding hier. Und das hier ist ein Irrweg der Waffenindustrie, der Sozialspartler, ein vorteilbringender Irrtum der Waffenindustrie, der Sozialspartler, der Gesundheitsspartler. Das sind alles Irrwege. Die Menschheitslösung liegt hier. Über das alles können wir diskutieren, über dieses Feld. Und ja, und alles andere sind Irrwege. So, dann geht's hier weiter. Hier nochmal kurz, also 13,8 Millionen Jahren vor 4 Millionen Jahren der Verlust der Eckzähne, Technik, 2,5 Millionen Erfindungen, Tauschhandel bis Ferntauschhandel, dann nähern wir uns dem Kipppunkt vor 40.000 Jahren, größte Gehirngröße, 1,5 Liter und jetzt nur noch 1,35 Liter, das heißt, fast ein Glas Bier haben wir an Intelligenz verloren. Wir degenerieren durch, also die quasi hier dieses System und dieses System, die beiden Systeme, diese Wahnvorstellungen, diese ganzen Irrtumsgebäude und diese Irrtumsgebäude führen zum massiven Degenerationsprozess der Menschheit. Und auf diesem Weg sind wir, dass wir irgendwann alle vielleicht nur noch kränklich im Rollator dahinschleichen, sozusagen, mit Osteoporose gebückt und gebeugt. Also die Zukunft erwartet uns. Ja, und wie funktioniert das? Also das ist die mimetisch-genetische Evolutionsanalysetechnik des Weltrates. Also Früharzt und Frühhändler leben noch in der Wahrheit. Dann Erfindung unseres Wirtschaftssystems. Dieser Früharzt und Frühhändler irrt sich, hat lauter glückszerstörende Gedanken im Kopf, lauter Gedanken wie, ach, diese Billignahrung, die ich jetzt endlich herstellen kann, die ist genauso gesund wie die Naturnahrung. Das ist der zentrale vorteilbringende Irrtum, ja. Und dadurch werden die Menschen alle chronisch krank und vergiftet und durch die Glückszerstörung werden sie alle kaufsüchtig, konsumsüchtig, einsame kaufsüchtige Singles, wie wir immer so schön sagen, und werden konsumsüchtig, kaufsüchtig gegenüber all den Produkten, die dieses Wirtschaftssystem bereitstellt. Dadurch kann der voll ist von vorteilbringenden Irrtümern, der kann hier ein Kind ernähren, drei Enkel, vier Urenkel und findet Schüler, Nachahmer, die dann später auch explodieren, in die ersten Universitäten und Akademien und so weiter dann explodieren. Und so werden seine vorteilbringenden Irrtümer hier durch die Nachfahren und durch die Schüler, die Azubis und Studenten weitergegeben und weitergetragen. Und so werden wir alle einer riesigen Gehirnwäsche unterzogen. Und die Leute von der Basis, die haben diesen Zentralirrtum der Gesundheitsindustrie durchschaut, machen aber, glaube ich, den Denkfehler, dass sie dann denken, dass machen den verschwörungstheoretischen Denkfehler, dass einige wenige Verbrecher da irgendwie schuld dran seien, anstatt zu erkennen, dass der wirkliche Schuldige nur einer ist, nämlich dieses Wirtschaftssystem und diese Wirtschaft,
diese Wirtschaftssysteme, diese drei Gebäude aus vorteilbringenden Irrtümern, zum Beispiel hier, dieses Wirtschaftssystem wird in erster Linie von den vorteilbringenden Irrtümern solcher Industrien wie Tabak, Alkohol und Zucker und ähnlicher gefährlicher Industrien, Waffenindustrien und so weiter gespeist. Also man kann sagen, diese Ideologien sind zugleich auch Konglomerate von vorteilbringenden Irrtümern derjenigen Sparten, die diese Ideologien propagieren, diese Memplexe von vorteilbringenden Irrtümern sozusagen Sie wissen, was ich meine, und die Lösung liegt halt nur hier. Und jetzt also der Anti, also die der Irrtum von der Basis, der verschwörungstheoretische Irrtum ist, dass einzelne Menschen mit kriminellen Lügen und einzelne Verbrecher das Problem seien. Das ist überhaupt nicht das Problem. Der riesige antikooperative Anteil unserer Gesellschaft, geschätzt auf 90%, liegt in erster Linie an den vorteilbringenden Irrtümern. Das heißt, die Leute glauben ihre Irrtümer, halten sich für Gutmenschen. Menschen brauchen das, dass sie ein positives Selbstbild haben, dass sie in den Spiegel schauen können. Und dazu gibt's eben, erlaubt die Natur des Menschen eben die vorteilbringenden Irrtümer, die Selbsttäuschung, das Selbstbelügen, den Selbstbetrug. Also nennen wir es die vorteilbringenden Irrtümer. Und damit kann man die ganze Welt eben zerstören, wie wir ja gerade überall sehen. Und der kooperative Anteil ist winzig und fußt auf Wahrheiten. Und was ich vorhin vergessen habe, ist, dass die hier dann, die Wahrheitsträger, tendenziell aussterben unter den Bedingungen, weil die sie auskonkurrieren. Die vorteilbringenden Irrtümer führen zu den Nachfolgern und Nachfahren in Masse, und die hier finden keine Nachfolger und keine Nachfahren, können keine Nachfahren finanzieren und sterben tendenziell aus. Also Wahrheit ist ein seltenes Gut. Die einzige Instanz echter Wissenschaft und echter Wahrheit in der Welt, die wir jetzt noch retten konnten, ist der Weltrat und die Next Scientists for Future. Etwas anderes, eine andere Wahrheitsinstanz gibt es aus unserer Sicht nicht mehr. Denn all die Sparten der Welt, die gefährlichsten Sparten, Sozialsparten, Weltsozialsparten, NGOs, Nahrungssparten, Gesundheitssparten, Waffensparten, Behördensparten, alle Sparten versuchen Profite erzeugen durch vorteilbringende Irrtümer, eine Gehirnwäsche der Weltbevölkerung, und Profite und Vorteile heraus für ihre Karrieren aus dem Gesamtkuchen der Menschheit. Und das ist das Dilemma. Deswegen brauchen wir Gemeinwohlgesellschaft. Zum Beispiel kann man das einführen, indem man zum Beispiel Wohlfühlstimmen, Gesundheitsaufwand, Erwartungskurve und solche Dinge. Also man kann hier, man muss den Wahrheitsorientierten, also quasi, man muss diesen Leuten neue Anreize setzen, positive Anreize, nämlich über die Wohlfühlstimmen muss man die Schädigung der Menschen messen, über Gesundheitsaufwand, also über Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner muss man messen, bei Behörden auch noch das Wohlstand, den muss man auch noch den Wohlstand messen zusätzlich. Und so kann man dann sozusagen die Beute wegnehmen für die Profite auf Kosten der Menschheit. Das heißt, da gibt's dann einfach keine Profite mehr, also keine Beute mehr. Und dadurch ist die Gesellschaft gemeinwohlorientiert. Ja, also so einfach ist der Wandel. Das heißt also, und da könnte man solche Dinge nehmen wie die neue Wahlstimme, Wohlfühlstimme. Da haben Sie Gesundheitsaufwand, Erwartungskurve wird verglichen mit dem tatsächlichen Gesundheitsaufwand, und schon können Sie die gesamte Gesellschaft Richtung Gemeinwohl lenken. Ja, so einfach ist das. Nach 53 Jahren Nachdenken, durchschnittliches Nachdenken der Professoren des Weltrates. Ja, und einer der größten vorteilbringenden Irrtümer ist ja der vorteilbringende Irrtum der Sozialsparten, nämlich dass alle
neugeborenen potenzielle Genies sein und dass nur so die Bildung, richtige Bildung draufgegeben würde und dann würden alle Genies werden, ja. Das ist der größte Irrtum, denn die Evolution, das ist lange bewiesen schon, dass die Evolution Ungleichheiten erzeugt und dass wir dumme Menschen haben, genetisch dumme Menschen und genetisch kluge Menschen haben. Und dass das Wichtigste in der Politik überhaupt ist, dass die Kinder, dass die wenigen Kinder, die die Erde noch erlaubt, hier geboren werden und hier möglichst niemand geboren wird, weil sozusagen sonst, wenn wie die Sozialspaten das im Moment bewirken in den Parteien, die Parteiprogramme sind voll davon, hier quasi hier mit der Gießkanne drauf zu gehen und hier viele Kinder zu erzeugen, aus aller Welt zu holen und zu erzeugen und so weiter. Und dadurch wird ein Land dumm und ein dummes Land geht kaputt. So einfach ist das biologisch, ja? Das ist ganz einfach. Und ja, letztendlich, ja, das brauche ich jetzt gerade nicht. Ja, und dann dieser Hass, der ja geschürt wird. Also wir haben ja das Problem, dass diese hier, das schürt ja den Hass auf die Reichen und Fähigen, dieses Gebäude an Vorteil bringenden Irrtümer, dieses ideologische Gebäude. Und das führt dann eben dazu, dass letztendlich ein Hass auf unsere Reichen, Fähigen, Milliardärskönige, Politikkönige, Journalistenkönige besteht. Und von dem müssen wir uns endlich verabschieden, von dieser Neidgesellschaft und Hassgesellschaft und Missgunst. Das ganze Parteiprogramm der Linken, das ich gerade in Form einer Zeitung gelesen habe, besteht nur aus diesem Hass auf die Reichen, Fähigen. Und das heißt im Prinzip, man treibt die Fähigen außer Landes und macht ein Land der Dummen und Unfähigen und damit ein kaputtes Land. Und das ist DDR, ne? Das ist nichts anderes. Ja, und ja, die NGOs sind halt brandgefährlich. Wir haben ja den Verdacht, dass es überall bei den NGOs eventuell nur um Spendengelder geht, um nichts anderes. Also dass die NGOs Großindustrien, kapitalistische Großindustrien sind, Profite auf Kosten der Menschheit machen. Die Situation, also diese ganzen NGOs tragen riesige Mengen an vorteilbringenden Irrtümern im Kopf, die dazu führen, dass die Weltprobleme erhalten bleiben. Zum Beispiel haben die Fridays for Future unseren, wir könnten natürlich, dass wenn es wirklich ein echtes Klimaproblem geben sollte, können wir es innerhalb weniger Jahre, hätten wir es jetzt schon lösen können. Wir hätten es jetzt schon zur Hälfte gelöst, das Weltklimaproblem. Aber die entweder wollten die das nicht, weil sie ihr Geschäftsmodell der Spendensammelei nicht irritieren wollten, oder sie waren zu inkompetent und das, also entweder sind diese NGOs die inkompetentesten Organisationen der Welt oder sie sind die schädlichsten, weil sie versuchen, Weltprobleme zu erhalten, um möglichst viele Spenden sammeln zu können. Zum Beispiel halten wir die NGOs mit ihren vorteilbringenden Irrtümern im Kopf, mit ihren Ideologien für die Hauptursache, dass es überhaupt noch Welthunger gibt, nämlich weil sie dann Spenden sammeln können. Ja? Also das ist ein Verdacht, der sich immer mehr erhärtet. Ja? So, dann gehen wir mal weiter. Ja, also die Linksradikalen und Rechtsradikalen sind wahrscheinlich die mit den kleinsten Gehirnen und wie gesagt, das gemeinwohlorientierte Denken hier, das ist also hier, das ist Weltrat und so weiter, da ist die Intelligenz der Menschheit und hier und da, also sozusagen, das ist die Intelligenz. Ja, und dann, man muss verstehen, dass also die Evolution so verläuft, dass es immer darum geht, möglichst einige Aussackungen seiner selbst in die Zukunft hinein zu hinterlassen und dass wir eben teilweise eben Bioroboter sind, die zur Selbsttäuschung durch vorteilbringende Irrtümer einfach fähig sind, weil sozusagen alles recht ist in der Evolution, in der Natur ist einfach alles recht, was uns hilft,
einige Aussackungen unserer selbst in die Zukunft hinein zu hinterlassen. Und die Nabelschnur wird dann einfach nur ersetzt durch die neue Nabelschnur, Brustwarze und Säugling, Mund des Säuglings. Und so ist der egoistische Akt die eigenen Aussackungen. Und dieses Kind ist genauso die Aussackung des leiblichen Vaters wie die Aussackung der Mutter. Die genetischen Unterschiede sind relativ gering. Und darum geht's in der Evolution. Und dieses Lebewesen hat halt in seinem Kopf die Fähigkeit, auf vorteilbringende Irrtümer selber hereinzufallen, also auf Selbsttäuschung hereinzufallen und dann als Bio-Kampfroboter dafür zu sorgen, selber möglichst viele Aussackungen seiner selbst in die Zukunft hin finanzieren zu können. Und dabei spielt Wahrheit eigentlich keinerlei Rolle und wir müssen künstlich über Gemeinwohlgesellschaft und Gemeinwohlwirtschaft die Wahrheit hochhalten, indem die nur das, was anderen Menschen gut tut, Gutes tun, belohnt wird und ansonsten keine Belohnung stattfindet. Denn diese Bioroboter sind halt sehr gefährlich und ich bin gespannt, wie weit zum Beispiel der Diplom-Theologe Jürgen Wagner mit der Idee der Verantwortungsbildung durch Bildung und Persönlichkeitsentwicklung, wie weit er kommen wird, dass er das Gute tun auch über Verantwortungsbildung erreichen kann und nicht nur wie wir setzen ja auf die Karte der positiven Anreize dafür, ne? Ja, das habe ich schon zum Rassismus, habe ich schon alles gesagt. Wir brauchen die hübsche schwarzafrikanische Gesundheitswissenschaftlerin mit ihren guten Genen zur Auffrischung unseres Genpools. Absage an die Absurdität jedes Rassismus, ne? Ja, und dann, ja, hier kommen noch mal einige Bilder, ja. Dann hier, da können Sie auch noch mal schauen, hier, das ist, war dieser Text, zu zeigen, dass wir auch ganz andere Modelle können als die Wohlfühlstimme. Wir können also ganz andere Modelle, das ist ja ein Mustervertrag für die Gesundheitsreform. Dann, wir können natürlich auch noch implementieren, dass schlechte Politiker schon nach einem Jahr abgewählt werden. Also wir haben ja die ganzen Demokratiereformen. Im Prinzip machen wir einfach das Politikerwesen auch gemeinwohlorientiert, sodass Politiker entweder Karriereende oder ich diene der Bevölkerung. Wie ein Sklave diene ich zukünftig der Bevölkerung und nicht mehr den Lobbyisten und Konzernen. Und außerdem machen wir durch unsere Reformen, schaffen wir sowieso den Lobbyismus von heute auf morgen ab. Aber die Frage ist, ob wir dieses Brimborium alles brauchen, denn eigentlich würde eine einzige Reform, die Wohlfühlstimme, eigentlich ausreichen, um die gesamte Gesellschaft gemeinwohlorientiert zu machen. Ja, also das ist eigentlich, aber das sind die möglichen ergänzenden Maßnahmen, können wir alles machen, aber eigentlich brauchen wir das alles nicht, ne? Dann haben wir hier so die Idee der Basisdemokratie, die haben wir dann mal ausgearbeitet, aber die fußte eigentlich auf einem möglichen Irrtum, nämlich dass die Idee, die Bevölkerung wolle die Arbeitsteilung zwischen Politikern, also ich Bäcker oder ich Metzger und du Politiker, diese Arbeitsteilung aufkündigen und wollte selbst über alles entscheiden. Das dürfte aber ein Irrtum sein, denn die Bürger wollen ja nur den Lobbyismus und den Einfluss der Konzerne loswerden. Also die wollen eine gemeinwohlorientierte Gesellschaft. Aber dafür muss ich doch nicht die Arbeitsteilung zwischen ich Bäcker und du Politiker, diese Arbeitsteilung nicht aufgeben. Und muss mir deswegen nicht einen Job, der mich vielleicht 4 Stunden am Tag kostet, nämlich selbst an der Politik mich zu beteiligen, das Regieren selber zu übernehmen, das ist ein Zusatzberuf und den wollen die Bevölkerung offensichtlich nicht. Also das heißt, wir befürchten, dass auch die Idee der Volksentscheide ja eigentlich nur deswegen geboren wurde, weil man hilflos war, den Lobbyismus zu beenden. Aber wir können doch den Lobbyismus innerhalb einer Sekunde beenden, mit der Wohlfühlstimme zum Beispiel, als neuer Wahlstimme,
endet sofort jeder Lobbyismus. Und damit haben wir eine Gemeinwohlgesellschaft. Und das heißt also, Einfluss der Konzerne können wir auch beenden, ohne dass wir selber wieder den Job des Politikers machen. Wir müssen nicht die Arbeitsteilung aufkündigen und deswegen war das ein interessanter Ausflug. Wir können also auch das, aber es muss aus unserer Sicht nicht sein. Ja, und dann natürlich können wir mit repräsentativen Wählerstichproben arbeiten und so weiter. Und die Basis scheint ja auch selbst schon kapiert zu haben, dass sie, die Parteispitze scheint sich ja an das Konsensieren der Mitglieder nicht zu halten, weil sie gemerkt haben, dass das eventuell, dass die eben ihre Parteimitglieder gar keine repräsentative Wählerstichprobe sind und deswegen auch dann die Ergebnisse natürlich von vornherein Quatsch sind. Denn Basisdemokratie setzt ja da, bedeutet ja, dass die Wähler entscheiden und nicht eine nicht repräsentative selektive Stichprobe ein verzerrtes Ergebnis liefert, ne? Und jede Parteimitgliedergruppe ist ja eine verzerrte Stichprobe und höchstwahrscheinlich keine repräsentative Wählerstichprobe, ne? Aber das können Sie ja alles nochmal nachlesen, auch nochmal. Ja, und dann hier nochmal diese ganzen Verträge und alle Texte das war die erste Gesundheitsreform, die, glaube ich, entwickelt wurde circa 1990, also Sie sehen, dass wir gemeinwohlorientierte Gesundheitsreformen, das erste Modell wurde circa 1990 entwickelt, als Christian Felber von der Gemeinwohlökonomie wahrscheinlich noch ein Kind war, noch ein 14-Jähriger wahrscheinlich war, oder? 24-Jähriger? 76 eventuell geboren, 76, 86. Nee, ein 14-Jähriger war. Also das heißt, wir sind halt die alte Schwester der Gemeinwohlwirtschaft und die Gemeinwohlökonomie ist unsere jüngere Schwester. So, da kann man das alles, ja, das kann man alles lesen und wie gesagt, wir gehen mittlerweile davon aus, dass dass alles nicht unbedingt sein muss. Ja. Also. So schnell geht der Schnelldurchlauf. Ja. Also. Diese Reform, der Wechsel von diesen Ideologien, die Basis ist infiziert mit diesen Ideologien. Und teilweise hat die Sozialdreigliederung noch eine gewisse Offenheit dafür, teilweise dieses teuflische System zu erhalten. Also die Basis. Endgültige Absage an das und das und endgültige Entscheidung für die Reform der Gesellschaft und der Welt Richtung Gemeinwohl. Und das ist die Reform. Das ist die Reform, die das Problem von Sucharit Bhakti, Gerd Reuter, Rainer Füllmich, Bodo Schiffmann herzlich eingeladen, als Bundesvorsitzender für die Partei des Gemeinwohls zu fungieren und die Basis und so weiter. Und das löst das Problem. Das war das Wort zum Sonntag, unsere heutige Vorlesung unserer Mini-Uni. Der Next Scientist for Future vom Weltrat, die wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald. Tschüssi.